Gut, jetzt haben wir hier so eine Relaisschaltung aufgebaut. Und zwar, wir haben hier einen Türkontakt sozusagen. Und der Türkontakt ist jetzt offen. Jetzt schließen wir den mal. Das heißt, hier leuchtet keine Lampe. Und jetzt nehmen wir an, dieser Kontakt hier wäre geheim. Und da kommt einer und macht aus Versehen die Tür auf. Also, Tür auf bitte. Die Lampe leuchtet. Nochmal ein bisschen von weiter weg. Und Tür zu. Lampe zu. Nochmal. Alles klar. Und jetzt sieht man auch wieder hier, obwohl wir das hier noch relativ übersichtlich haben, es ist gar nicht so leicht, ohne Schaltplan so eine Schaltung aufzubauen. Das haben wir hier selber gemerkt. Also man muss jetzt wirklich darauf achten. Und hier bei unseren Schulrelais haben wir hier nochmal dieses Schaltersymbol angedeutet. Dadurch geht das noch einigermaßen. Wenn wir jetzt aber nur rote Kabel nehmen, wird es schon mal spannend. Aber hier muss ich echt sagen, lässt sich das wunderbar verfolgen. Das ist unser Arbeitsstromkreis und das ist unser Relaisstromkreis. Also das geht einigermaßen gut zu überschauen. Eine andere Variante, wenn man das alles mal ein bisschen gedrängter macht, und das ist in der Praxis nämlich wirklich so, lässt sich das nicht mehr so leicht überschauen. Obwohl es genauso funktioniert. War das noch an? Ja, geht auch, ne? Ja. Sieht man. Wunderbar. Mach ich mal aus.